So, da sind wir wieder. Messe Montag. Willkommen zurück. Jede Stunde hier Live-Programm. Wie sagen wir immer, Late Night am helllichten Messetag, der crowded wird. So sieht's aus. Können wir mal kurz gucken. Oder so sah es gerade eben aus. Eingang heute hier Messe Nord, quasi direkt vor unserem Studio. Volle Hallen, volle Gänge. Also das wird ein guter, das wird ein sehr bewegter, das wird ein voller Tag hier auf dieser Messe. Herzlich willkommen in Düsseldorf. Welcome to Düsseldorf. Das ist toll, dass Sie alle hier sind. Und wer nicht dabei sein kann, der guckt hier im Stream oder online später all die vielen Talks und die Videos, die wir vom Packaging Journal hier präsentieren. Aber um alle, die nicht hier sein können, noch mal ein bisschen neidisch zu machen, hier ein paar Eindrücke der Social Media Kolleginnen und Kollegen. Das war der Messe Sonntag gestern. Also viel zu sehen hier, volle Hallen, Maschinen gibt es, Packmittel, Packstoffe, Materialien, auch gerade neue Materialien, das große Thema. Was ist aber mit denen, die dafür sorgen, dass ja Verpackung nicht nur praktisch ist, dass sie schützt, dass sie gut ist, sondern dass sie auch noch gut aussieht und dann nachhaltig ist? So jemanden habe ich jetzt bei mir, Uwe Melchior ist da, herzlich willkommen. Vielen Dank. Schön, dass Sie da sind. Und a quick note for our English viewers, if you think what this man is talking about might interest me, Uwe will at 1 o'clock talk in English as well. Yes, I will. But my English is a catastrophe, so it's better we do it in German. My German is good. My German is good. Well. Uwe Melchior, studierter Kommunikationsdesigner, lange Geschäftsführer einer Markenagentur, jetzt Chef vom eigenen Unternehmen Melchior Bros, sagt ihr, oder? Genau, Melchior Bros, und Bros steht für meine Brothers and Sisters. Ich bin Einzelkind, aber ich habe ein großes Netzwerk von sehr tollen Leuten, mit denen ich zusammenarbeite. Umweltwissenschaftler, 3D-Designer, das Ganze, die ganze Bandbreite. Und das funktioniert sehr gut. Ihr entwickelt nachhaltige Verpackungslösungen. So ist es. Sie sind, ich habe jetzt einfach ihr gesagt, ist das in Ordnung? Ja, alles okay. Ja. Hamburger Du. Wir sind genau das Hamburger Du. Also dann sage ich jetzt Du. Ich bin der Malte, das ist der Uwe. Ich bin der Uwe. Wenn ich den Nachnamen eben schon falsch ausgesprochen habe, entschuldige bitte. Also Uwe ist noch leicht. Uwe, aber man kennt dich ja in der Branche, deswegen darf das auch mal so sein. Also ihr entwickelt nachhaltige Verpackungslösungen, du bist auch als Keynote-Speaker unterwegs, sprichst auch über Verpackungstrends. Deswegen erstmal diese Interpack, wir sagen es immer wieder, 6 Jahre gab es keine, endlich sind wir wieder da. Das wird nicht deine erste sein. Nein. Wie fühlt es sich an, wieder hier zu sein? Es ist großartig, es ist wirklich toll. Also man schafft es einfach nicht, durch diese vielen Hallen durchzukommen, aber es macht sehr viel Spaß, es ist total interessant. Und man trifft natürlich immer wieder Leute, die einen von den eigentlichen Plänen abhalten, aber das gehört halt auch dazu und das macht Spaß. Und der Terminplan ist voll. Wenn du über Verpackungstrends ja sprichst, suchst du auch nach Trends. Bist gestern erst gekommen, aber hast du schon ein paar Trends entdeckt hier auf dieser Messe? Ja, auf jeden Fall. Das sind ganz tolle Materialien, tolle neue Verarbeitungsformen, auch Dinge, die vielleicht schon ein bisschen im Markt sind, die man irgendwo wiederentdecken kann. Also das ist wirklich ein Füllhorn von interessanten Lösungen und Ideen und da habe ich schon einiges Neues gesehen. Es gibt hier die Hot Topics, hat die Messe ausgerufen, also die wirklich wichtigen Themen, die unsere Branche interessieren. Recycling ist dabei natürlich, Kreislaufwirtschaft, Ressourcenschonung auch. Und da kommen wir jetzt zu dem, was wir besprechen möchten. Du hast gesagt, wenn ich komme, dann möchte ich reden zum Thema Wiederverwendung ist besser als Recycling. Das ist deine Message. Warum?
Ja, ich will das jetzt gleich mal ein bisschen relativieren. Es ist natürlich nicht die einzige Möglichkeit, etwas für unsere Umwelt zu tun, also den Kreis zu schließen. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass es ein sehr starker Hebel ist und dass der noch lange nicht ausreichend genutzt wird. Denn man kann sich ja vorstellen, wenn man Material einsetzt, wenn man Energie einsetzt, all diese Dinge, dann ist es schon sinnvoll, die Halbwertszeit der Verpackung länger zu gestalten, sodass ich die Verpackung mehrfach verwenden kann, um eben diese wertvollen Ressourcen zu schonen. Und da gehen wir mal zurück in die Geschichte. Wir Deutschen sind ja sehr gut, was wiederverwendbare Verpackungen angeht. Schon 1903 haben Frankfurter Bierhändler sich zusammengetan, haben ein Pfandsystem entwickelt. Und das ist, finde ich, eine wirklich beachtliche Leistung, die ja bis heute in Deutschland gut funktioniert. Aber wie gesagt, es passt nicht überall, es funktioniert nicht immer. Ich bin trotzdem davon überzeugt, dass da noch viel passieren wird, muss und soll. Mhm. 120 Jahre Pfandsystem, habe ich jetzt mal kurz so zurückgerechnet. Das ist nicht schlecht. Genau. Hätten die damals 1903 gewusst, dass diese Maschinen im Supermarkt nie funktionieren, hätten sie sich vielleicht überlegt, wir machen doch was anderes. Aber nein, grundsätzlich funktioniert es und da sind wir natürlich sehr gut, was dieses Pfandsystem betrifft. Design, da gibt es dann die Schlagwörter Design for Recycling zum Beispiel natürlich, Design for Reuse. Inwieweit ist diese Nachricht schon angekommen? Du bist ja dann jemand, der, wenn ich das richtig verstehe, eher aufs Äußere der Verpackung erstmal guckt. Funktioniert das? Ja, ich denke schon. Also es ist eigentlich in jedem Briefing ist die Forderung nach mehr Nachhaltigkeit enthalten. Werden Sie kaum finden, dass jemand nicht darüber spricht. Und wenn ich 1 Euro für jedes Mal, wo Nachhaltigkeit hier auf der Messe zu lesen ist, bekomme, dann würde ich sehr reich nach Hause gehen. Ja, wir haben auch schon gedacht, wir machen so ein Phrasenschwein, Nachhaltigkeit. Immer 2 Euro, wenn jemand Nachhaltigkeit sagt. Ich glaube, wir können uns mehrere sehr teure Messe-Currywürste leisten inzwischen. Aber gut. Ja. Aber Kollegen von mir haben halt auch schon mal gesagt, wir sind es leid, Müll zu dekorieren. Verpackungsdesign als Dekoration von Müll, das ist schon harter Tobak, würde ich sagen. Und ich denke, da können wir als Designer auch einiges tun, denn 80% der Entscheidungen, die am Anfang getroffen werden in einem Designprozess, natürlich nicht nur von den Designern, sondern auch vom Kunden, von der Industrie, die hoffentlich eingebunden ist, die werden den maßgeblichen Ausschlag für das Ergebnis liefern. Worauf kommt es denn an bei der Gestaltung einer nachhaltigen Verpackung? Was, wenn da kommt jetzt jemand und sagt, ich muss auch nachhaltig 2 Euro ins Schwein werden. Was rätst du mir, Uwe? Ich rate dir, dass du nicht nur auf das Material schaust und nicht nur auf den Prozess, wie das Material zu einer Verpackung gemacht wird, sondern man muss sich den gesamten Use Case ansehen. Man muss sich angucken, was ist das After-Use-Szenario, die Nachnutzung, was passiert dazwischen, wo wird die Verpackung gelagert, was passiert bei dem Konsumenten zu Hause, wo wird die hingestellt, aufbewahrt. Das ist alles ein sehr komplexes Feld und das muss man sich eben auch sehr genau und genau so ansehen, denn sonst wird man nicht die richtige Lösung finden. Wenn mich jemand fragt, was ist denn nun eine nachhaltige Verpackung, dann sage ich genau das, was du eben sagtest, es kommt drauf an. Okay. Und es kann ja auch nur funktionieren, jetzt wenn wir erstmal über Recycling reden, oder sagen wir so, dass das Recycling muss perfekt sein, oder? Damit es auch wirklich dann ressourcenschonend ist am Ende. Ja, also Recycling ist natürlich auch ein starkes Tool, wo ich auch fest dran glaube, dass wir da noch viel noch besser machen können, noch mehr Volumen umsetzen können im Recycling. Aber wie gesagt, meine These geht ja darüber hinaus. Und wenn die wiederverwendbare Verpackung am Ende recycelt werden kann, dann ist es natürlich die perfekte Lösung. Das sollte man auch anstreben. Dann schauen wir uns doch mal ein paar vielleicht schon perfekte Lösungen an. Du hast so ein paar Beispiele mitgebracht über Reusable, in Sachen Reusable, ich sagte mein Englisch nicht so toll, Verpackungen. Wir können mal angucken, du hast ein paar Folien mitgebracht. Erstmal das hier. Ja, das ist die Waste Hierarchy Pyramid. Da sieht man bei den Maßnahmen, die nötig sind, um einfach Verpackungen nachhaltiger zu gestalten, ist natürlich Vermeidung ganz oben. Das kann man aber nicht überall. Stell dir vor, nasses Hundefutter in einem Package-Free-Store, das wird nicht so lustig. Oder Reduce
wenn immer es geht, kann man natürlich Materialstärken reduzieren, Gewicht reduzieren, Verpackung insgesamt reduzieren, Zweitverpackung weglassen, solche Dinge. Aber auch da gibt es natürlich Limitationen. Und dann kommen wir schon zu dem Bereich Reuse, noch vor Recycle, Compost und so weiter, Recover, thermische Nutzung. Alles wichtige Dinge, aber das Reuse, das ist mir besonders wichtig, weil es eben auch sehr weit oben in dieser Pyramide steht. Mhm. Also, dann haben wir das oben in der Pyramide und gucken einfach mal weiter. Ach ja. Da ist sie. Das ist sozusagen die 1903-Idee und dann 1969, wie wir es kennen. Das war oder ist ein Meilenstein und wir finden sie heute ja immer noch vereinzelt. Und da kommt halt dazu, dass die Marketingabteilungen der großen Getränkehersteller alle nach eigenen Flaschen gucken. Und das ist ein Stück Teil des Problems aus meiner Sicht. Denn die Poolflaschen haben den großen Vorteil, dass zum Beispiel die Flensburger Flasche auch in München zum Einsatz kommen kann, obwohl die haben ja hauptsächlich Halbliter-Gebinde. Aber sie braucht eben nicht als leere Flasche wieder den ganzen Weg zurückgeschippert werden, sondern kann im Pool wieder neu befüllt werden. Und ich glaube, das ist etwas, da müssen wir auch wieder zu mehr Standards kommen, um diesem Reuse-Gedanken da genügen zu können. Aber du sagst es ja, die Marketingabteilung, die wollen das offenbar. Also das muss die einzigartige Flasche sein. Man soll die im Regal sofort erkennen. Das ist jetzt nicht die Standard-Mineralwasserflasche, sondern die blaue, die große, die kleine, die quere oder die mit irgendwelchen Ornamenten drauf. Siehst du denn aus den Gesprächen, die du führst, hast du denn die Hoffnung, dass das wieder zu einem Standard dann auch zurückgehen kann? Denn der ist ja, was die Perlenflasche betrifft, längst verlassen worden. Jein, also ich glaube schon, vielleicht muss man da auch noch ein bisschen von politischer Seite mitwirken daran. Ich glaube schon, dass auch eine Poolflasche große Möglichkeiten der Gestaltung bietet. Also zum Beispiel so eine Marke wie Viva con Aqua, die setzen auf diese Flasche, weil es eben nochmal ein Stück mehr in Sachen Nachhaltigkeit tut, als eine Flasche, die besonders hübsch aussieht und die Markenbotschaft transportiert, aber eben nicht so in dem Kreislauf so funktionieren kann. Es können ja auch verschiedene Poolflaschen sein. Es muss ja nicht nur die eine, sondern es gibt ja schon eine ganze Reihe beim Bier, die Knolle und was. Oder. Ich habe jetzt Appetit auf den Flensburger, aber das ist ein anderes Thema. Nächste Folie. Ja, das ist nicht nur ein rein deutsches Thema. Es gibt eine Karte, die kommt wahrscheinlich gleich. Auf der ganzen Welt gibt es Systeme. Das ist ein Freund, der in Vietnam war und mir diese Pfandflasche mitgebracht hat. Da kostet es ungefähr $5 Pfand, um diese sehr massive Metallflasche nutzen zu dürfen, um daraus das Bier zu trinken. Und auch das ist vielleicht eine Erkenntnis. Also man kann da ruhig für dieses wertvolle Gut auch einen Preis verlangen, den ich ja dann zurückkriege. Und es bedeutet auch ein Umdenken in der Konstruktion von Verpackung. Es muss massiver werden, es muss einige Kreisläufe aushalten können. Eine normale Mehrwegflasche kann bis zu 50 Runden drehen, theoretisch, und dann trotzdem als Glas recycelt werden. Das sind diese Gedanken, die mir so wertvoll sind und wo ich denke, da können wir gemeinsam auch mit den vielen Ausstellern, die es hier gibt, daran arbeiten und die Welt ein bisschen besser machen. Diese 5 Euro oder 5 Dollar Flasche in Vietnam, die fülle ich auf oder habe ich dann auch, ich hole mir einen Kasten, habe 20 Flaschen und dann 20 mal 15, 100 Euro Pfand der Kasten. Ja, Kästen gibt es ja nur in Deutschland, das gibt es ja woanders kaum, also vielleicht nicht nur, aber die kaufe ich im Laden, gebe das Pfandgeld ab und bringe sie dorthin wieder zurück, also ganz klassisch wie bei uns auch. Okay, also Umdenken ist da nötig und das kann helfen. Was hast du noch mitgebracht hier? Ja, hier sieht man, dass es da doch noch einige weiße Flecken gibt. Skandinavien, Deutschland ist sehr gut ausgebaut, was Reusable Packaging angibt, Deposit Systems, Kanada auch. Aber wenn Sie sich Nordamerika oder wenn du dir Nordamerika ansiehst, dann ist das ziemlich blank, würde ich sagen. Ja, die 5 Liter also, PET-Cola-Flasche. Genau. Ja. Australien ist auch auf dem Weg, aber da gibt es noch einiges für uns zu tun, wenn wir das weltweit ausrollen wollten. Und eins weiter. Das ist schön, ich habe keinen Klicker, ich kann, das ist hier alles automatisch. Künstliche Intelligenz. Ich sage, es geht weiter, dann geht es weiter. Das, finde ich, ist auch ein spektakuläres Beispiel. Es ist ein Startup aus Hamburg, die aber sehr erfolgreich unterwegs sind. Und die haben das, was es im Getränkebereich schon lange gibt, übertragen auf Flüssigseifenprodukte. Und die kann man auch zum Beispiel in einer Drogeriekette kaufen und dann dort in den Automaten oder auch in einen Supermarktautomaten zurückführen, bekommt dann sein Pfandgeld zurück. Die werden gereinigt, wieder aufgefüllt, neu belabelt. Und das ist eben was anderes, als wenn du mit deiner leeren Flasche, wo noch Reste drin sind,
da zu so einer Abfüllstation gehst, das kleckert und man, fühlt sich einfach nicht gut an. Das heißt, und ich glaube, diese extra Meile wollen die Leute auch nicht gehen. Okay, also das wäre deine, weil damit wird ja auch experimentiert, das gibt es ja auch in einigen Drogeriemärkten und wann immer ich das sehe, habe ich den Eindruck, da geht niemand hin. Also ich habe noch nie jemanden gesehen, der da seine Flasche nachfüllt, obwohl die Idee ja eigentlich schön ist, aber da würdest du sagen, das machen wir Verbraucher am Ende vielleicht doch nicht. Ich glaube das und das ist was anderes, wenn ich jetzt in einen Organic-Supermarkt gehe und dort mir Cornflakes oder Nudeln abfülle. Das, glaube ich, funktioniert gut, aber es kommt immer ganz stark auf die Kategorie an, auf das Produkt an, auf den Handelsweg an und diese Abfüllstationen für flüssige Produkte, da habe ich meine Zweifel, muss ich ehrlich sagen. Spannend. So, hier, oh ja, das ist... sehr teures Eis in sehr schöner Dose. In einer sehr teuren Dose. Die kostet nämlich ungefähr $8.30 in der Herstellung. Und da braucht es schon einige Umläufe, um das zu amortisieren. Aber auch das Teil eines großen Systems und auch ein wichtiger Hinweis. Denn wenn man über Reusable Packaging spricht, ist es immer ein System dahinter. Das heißt, es ist eigentlich Packaging as a Service. Es ist die Vermietung einer Verpackung über einen bestimmten Zeitraum. Und hat Loop sehr interessant ausgerollt. Es gibt bisher nur in Europa Testmärkte, in England und in Frankreich. Aber das ist hochspannend. Die sind also nicht nur im Online, sondern auch im stationären Handel zu Hause. Da zahle ich auch meine 5 € für zum Beispiel diesen hochwertigen Eiscontainer, den wir gerade gesehen haben. Aber er bietet eben auch mehr. Er hat eine tolle Isolierung. Er kann nicht kaputt gehen. Er ist immer sauber. Es ist wirklich ein ganz tolles Projekt, wie ich finde. Mal schauen, ob sich das durchsetzt. Nur ist das natürlich ein Premium-Produkt, muss man auch sagen. Und dann... Aber Häagen-Dazs ist damit so zufrieden, dass sie das auch in ihre eigenen Stores mitgenommen haben und auch dort anbieten, nicht nur über das Loop-System. Ja. Ich glaube, hier, da, genau, eine Kiste. Wir Kiste Kreis, das hast du auch noch mitgebracht. Ja, das ist ein Projekt, an dem ich selbst beteiligt bin. Und zwar geht es da um eine wiederverwendbare Versandverpackung. Da gibt es einige. Da gibt es Boomerang, da gibt es Send Me Pack, eine ganze Reihe. Hey Circle. Also ganz spannende Startups. Tolle Kollegen, die ich auch zum großen Teil persönlich kenne. Wir haben einen etwas anderen Ansatz gewählt. Unsere Verpackung ist aus Karton und hält locker 5 Kreisläufe stand. Sollte das nicht der Fall sein, kann man sie aussortieren natürlich und in den Papierstream zurückführen. Und das Besondere hier ist die patentierte Banderole, auf der das Versandetikett seinen Platz findet. Denn da sind sensible Daten drauf. Die kann ich nicht einfach draufkleben lassen und den Karton weitergeben. Zudem bietet es eben die Möglichkeit auch für den Markengeber, für den Handelspartner, das könnte, ich sag mal, könnte DM, könnte Otto, könnte Tchibo und so weiter, könnten das sein. Oder sogar DHL. Wir sprechen mit all diesen Unternehmen und anderen mehr und wir sind uns sehr, sehr sicher, wir haben jetzt die erste Dropstation, wo man die im stationären Handel zurückgeben kann, die Kartons, und dann auch incentiviert wird. Wir glauben fest, dass das ein sehr gutes System ist und wir damit also viel der Einwegverpackungen ersetzen können. Aber nochmal nur um's zu verstehen, auch weil wir haben Boomerang hatten wir hier, wir hatten Hey Circle hier, alle haben da ganz eigene Lösungen. Ich weiß, bei Hey Circle, da brauchst du immer die Plombe, weil ich möchte natürlich auch nicht, dass das jemand aufmacht, diese Kiste, die nur einen Reißverschluss hat, was auch pfiffig ist. Hier ist es Karton. Wie genau macht das der Verbraucher? Also ich bekomme jetzt etwas zugeschickt von einem Online-Store in dieser Kiste. Exakt, genau. Du packst das aus, die Banderole kommt weg, das macht aber nur unter 5% aus. Dann ist da natürlich, wie man hier sieht, eine App, die damit einhergeht. Das heißt, wenn ich den Karton, die kann ich mit einem Handgriff zusammenlegen und ich trage den zu meiner Dropstation, dann kann ich den dort einwerfen, er wird registriert und ich bekomme meine Incentivierung. Das ist kein Pfandsystem im Moment, das kann eins werden, aber im Moment ist es dann über ein Gewinnspiel, kann ich daran teilnehmen und bis richtig tolle Preise auch gewinnen, wie ein E-Bike oder anderes. Und dann weiß das System halt immer, wo welche Kartons sind. Und dann kann das logistisch eben auch genutzt werden. Dann brauchen die nicht wieder zu einer Zentrale zurück, sondern können direkt von einem Händler zum nächsten oder zur Zentrale des Händlers zurückgeführt werden. Und damit ergibt sich natürlich auch ein Preisvorteil für die teilnehmenden Partner. Denn wie ich eingangs schon sagte, wenn ich nicht extra Material einbringen muss, wenn ich nicht Energie aufwenden muss, um eine neue Verpackung zu bekommen, dann ist das natürlich eine Riesensache und hat auch einen Preisvorteil. Okay, ich glaube, es war noch, da sehen wir nochmal eine... Ja, das ist jetzt mal exemplarisch für DM die Banderole gestaltet, aber wie gesagt, nur ein Platzhalter hier. Mhm.
Ja, da führst du Gespräche jetzt hier auf der Messe oder auch außerhalb? Ja, ich bin ja nur ein kleines Rädchen in dem Ganzen. Da okay. gibt es andere, die das durchsteuern, aber ich bin sehr stolz darauf und ich glaube, es hat eine große Zukunft. Ja. Inwieweit, weil wir vorhin auch darüber gesprochen haben, da muss vielleicht auch die Politik nochmal so einen Anstoß geben. Da waren wir bei der Flasche. Die Politik hat ja einen Anstoß gegeben beim Mehrweg für To-Go-Produkte. Ne? Also wir müssen ja nun, das heißt wir müssen, wir, im Bestfall haben wir also den wiederverwendbaren Kaffeebecher etc. Lernen, ich sage jetzt mal, wir Verbraucherinnen und Verbraucher dadurch, dass das funktionieren kann und ist das ein Katalysator für dann andere Systeme? Ja, ich hoffe, dass wir das lernen. Ich war gerade, als ich das letzte Mal am Bahnhof war, da habe ich dann nach so einem wiederverwendbaren Kaffeebecher gefragt und dann sagte der Verkäufer, ach, das ist ja interessant, ich habe die irgendwo, ich weiß aber gar nicht wo und Sie sind der Erste in den letzten 3 Wochen, der danach gefragt hat. Also offensichtlich hat es noch nicht die Durchdringung. Andererseits hat Recap, ich glaube, 33.000 Ausgabestellen oder mehr. Ich kenne die letzten Zahlen nicht. Also ich glaube schon, dass da viel geht, dass die Verbraucher das lernen, dass wir einfach wirklich unser Verhalten auch verändern müssen. Es reicht nicht, dass wir neue Angebote kriegen, sondern wir müssen auch irgendwo im Kopf diese Umschaltung vornehmen. Und da bin ich aber sehr zuversichtlich. Und du hast nach der Politik gefragt. Natürlich auch da müssen wir Gespräche führen, auch wir als Experten, als Designer, als Verpackungshersteller. Und ich bin ja in einer Association, bin ich der Vizepräsident der European Brand and Packaging Design Association, EPDA. Und wir führen diese Gespräche. Ich war gerade in Alicante, da ist die EU-IPO, da geht es um die Rechte des Designs und also wir haben da verschiedenste Kontakte und versuchen natürlich auch da uns einzubringen und unsere Forderungen und Ideen vor allem, damit unterzubringen. Viel Erfolg. Ich weiß nicht, wir haben jetzt, glaube ich, nicht noch eine Folie oder doch? Nein, der Kollege schüttelt den Kopf, du weißt das viel alles besser. Alles abgearbeitet. Naja, weißt du, wir können noch ewig weiterreden, ne? Aber was wir in Sachen reusable sagen, sind das spannende Ansätze. Und wir gucken mal, wohin da die Reise geht. Und du wirst diese Reise weitergehen und nicht müde werden, darüber zu referieren und Anstoß zu geben. Es ist immer ein Dialog. Ich freue mich, dass wir einen Dialog führen konnten, Malte. Und ich lade auch alle ganz herzlich ein, den Dialog mit mir zu suchen. Also ich bin immer neugierig und habe große Lust, also auch mit anderen Partnern über diese Themen zu sprechen. Ja.